Meine Freunde, Maximum RAV am Start. Ihr habt es wieder auf meinen Kanal geschafft. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute mit Schissen Optics, mit dem Track Melancholie. Würzburg Untergrund Rap. Würzburg. Ich komme aus Kitzingen oder bei Kitzingen. Liegt Würzburg nicht so weit weg, Digga. Da haben wir nur ein paar Kilometer voneinander entfernt. Also enttäusch mich nicht. Lass uns gut dastehen. ja, ich freue mich drauf. Schissen Optics. Hau mal raus. Ich würde sagen, wir machen auf Play und hören mal deine Melancholie an. Diesmal auch wieder mit einem Musikvideo. Ich freue mich drauf. Das ist schon cool. Cooler Effekt. Gib dir den Klang der Geräusche, die Jagd auf die Beute, die Schreie der Meute, die Stille der Ruhe, das Füllen der Truhe, das Brausen des Windes, die Freude des Kindes, die Wärme des Feuers, das Leuchten des Lichts, die Poesie des Gedichts, das Strahlen der Augen, das Auszahlen des Glaubens, die Höhe der Bauten, die Festigkeit des Steins, das Fließen des Reims, die Melodie des Hymns, der Einklang der Harmonie, die Ausstrahlung der Aura, die Faszination. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es erklären soll, aber du hast eine ganz, ganz spezielle Aussprache. Du rollst auf jeden Fall das R sehr arg, sehr stark, was jetzt nicht unbedingt negativ ist. Es ist auf jeden Fall ein Wiedererkennungswert da. Aber du hast eine ganz spezielle Aussprache, das kann man überhaupt nicht erklären. Und es ist natürlich sehr, sehr poetisch. Sehr poetisch. Des Zaubers, das Glänzen der Farben, das Fließen des Stifts beim Malen, die Träume im Schlaf, das Fell des Schafs, die Euphorie des Gewinners, die Gemütlichkeit beim Dinner, die Wellen des Meeres, die Macht des Heeres, die Schärfe des Schwindes. Beim Rap muss ich sagen, zum größten Teil bist du auf jeden Fall auf dem Beat drauf. Ab und an habe ich jetzt kleine Aussetzer schon ein bisschen gehört, wo es nicht so ganz drauf auf dem Beat war, aber minimal. Ist die Erleichterung beim Aufatmen, das Adrenalin beim Durchstarten, das Wissen des Lernen, die Konstellation bei Sternen, die Unendlichkeit. Aber was ich sagen muss von dem Video, dieses Gezeichnete da immer so zwischendrin, das ist cool. Das ist, hat man auch noch nicht so oft gesehen, wenn ich es überhaupt schon mal irgendwo gesehen habe. Es ist cool gemacht. Von fern das Ausdehnen, von Weiten die Versöhnung nach dem Streiten, die Kommunikation beim Reden, das Hoffen beim Beten, es liegt an dir, was du magst aus deinem Leben. Gib dir die Liebe, die Güte und die Gnade von Gott. Das ganze Leben ist ein Traum statt ein Alltagstrott. Die Luft des Windes und die Wärme des Feuers, die Tiefe des Wassers, denn die Erde ist euer. Gib dir die Liebe, die Güte und die Gnade von Gott. Das ganze Leben ist ein Traum statt ein Alltagstrott. Die Luft des Windes. Da hört man jetzt bei der Hook, haben sie auf jeden Fall, die erste Hook war sehr, ja, man hat auf jeden Fall, man hört es, dass auf jeden Fall die Hook ist. Und beim zweiten, beim zweiten Mal wiederholen von der Hook, hört man noch diese tiefe Stimme, die da noch mit drauf liegt. Das mache ich auch immer. Das kommt einfach geil, wenn du so eine tiefe Bassstimme noch mit dazu packst. Das ist hier auf jeden Fall gemacht. Also das höre ich raus. Das gefällt mir gut. Der Kopfhörer ist cool, den will ich auch. Der wechselt die Farben. Gib dir den Zusammenhalt einer Familie, das Erreichen der Ziele, die Liebe, der Spaß der Spiele, die Schönheit der Natur, das Folgen der Spur, den Teamgeist seiner Mannschaft, die Kraft des Panzers, die Instinkte des Pandas, die Verantwortung. Also zu der Qualität, dass wir da auch mal was dazu sagen, die ist wirklich sauber. Kann ich nichts bemängeln, kratzt nichts, nicht zu heftige S-Laute. Auch hier wieder deutliche Aussprache, man versteht alles wirklich deutlich. Nur was wirklich auffällt, du hast echt eine ganz spezielle Aussprache. Das kann jetzt positiv sein, kann aber auch negativ sein. Ich kann mir vorstellen, dass das viele cool finden, dass es vielen gefällt, dass aber auch viele damit nichts anfangen können. Es ist schwierig. Ich weiß auch nicht so genau. Ich finde es jetzt echt nicht schlecht, aber man muss sich dran gewöhnen, wirklich. Aber du hast auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennungswert.
Eines Kanzler, den Schutz des Geistes, Mantra, das Holen für einen Zuhause in der Schule, die Pause, die Wärme einer Frau, das zustimmt, genau das Loben, wenn man's gut macht, die Geisterstunde, Mitternacht, das Ausruhen, beim Mittagsschlaf, das Treffen eines Idols, das Erreichen des Walls, den Fun beim Ausflug, das Entspannen beim Füße hochlegen, das Abkühlen beim Regen, den Beat für einen guten Text, das Warten, What's Next, den Klang einer Violine, das Summen der Biene, die Antworten auf Fragen, das Reden beim Sagen, die Mystik von Sagen, das Urteil bei Klagen, die Schwäche bei den Harten, das Risiko beim Wagen, die Vorfreude beim Einladen, das Beschreiben des Platz, das Treffen des Takts, das ist dein Leben, es liegt an dir, was du da draus machst. Gib dir die Liebe, die Güte und die Gnade von Gott. Das ganze Leben ist ein Traum statt ein Alltagstrott. Die Luft des Windes und die Wärme des Feuers, die Tiefe des Wassers, denn die Erde ist euer. Gib dir die Liebe, die Güte und die Gnade von Gott. Das ganze Leben ist ein Traum statt ein Alltagstrott. Die Luft des Windes und die Wärme des Feuers, die Tiefe des Wassers, denn die Erde ist euer. Also der Beat gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist ein cooler Beat. Das ist ein cooler Beat. Und auch auf jeden Fall zwei Künstler, die es auf jeden Fall können. Wo auf jeden Fall noch Verbesserung drin steckt. Aber wer verbessert sich nicht? Oder wer kann sich nicht verbessern? Ja, ich habe eigentlich schon wirklich viel dazu gesagt, ne? Ja, und so wie das Video angefangen hat, so hört es dementsprechend wieder auf. Cool. Schissenoptics, Melancholie, Würzburg, Untergrund-Rap. Ich fand es jetzt gar nicht so Untergrund. War jetzt eigentlich nicht Untergrund, sondern eigentlich mehr so poetisch, melancholisch. Cooler Track auf jeden Fall. Auf jeden Fall was ganz Spezielles. Haut gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Track fandet. Ob ihr das so ähnlich seht wie ich mit dem Style, mit dem Sound und so weiter, oder ob ihr da ganz anderer Meinung seid, würde mich wirklich mal interessieren, weil das ist wirklich ein ganz besonderer Track. Ich werde mir den auf jeden Fall nochmal in Ruhe anhören. Empfehle ich euch auch. Link vom Track natürlich wieder in der Videobeschreibung. Und dann danke ich euch wieder mal fürs Zugucken. Das war das nächste Reaction-Video. Ich glaube Nummer 9. Haut da rein!